es ist wieder Champions League Zeit. FC Bayern bereitet sich auf sein drittes Gruppenspiel bei Benfica Lissabon vor. Herzlich willkommen, wie gewohnt zur Pressekonferenz einen Tag zuvor. Zunächst beginnen mit unserem Cheftrainer Julian Nagelsmann. Bitte. Servus Julian. Die Zeit drängt heute ein bisschen, wir haben noch 3 Stunden Flug vor uns. Also legen wir gleich los mit der ersten Frage an Julian. Bitte schön. Julian Wolf für die Welt. Então, du schnallt die Welt. Das war eine Übersetzung. Olá. Aber versuchen wir es gleich nochmal, wenn wir den Ton ein bisschen des Portugiesischen übersetzt, das bitte runterdrehen und dann bist du dran. Trainer. Nochmal ganz kurz, nochmal von vorne. Stopp, Julian, wenn du mich hörst. Die Kollegen arbeiten dran. Okay, jetzt nochmal bitte. Nächster Versuch, Julian. Hallo Herr Nagelsmann, besten Gruß. Was erwarten Sie von dem Spiel morgen? Wie schätzen Sie Benfica ein als Gegner? Also wie wird der Gegner auftreten taktisch? Was erwarten Sie da? Und gibt es überhaupt noch Steigerungsmöglichkeiten nach dieser Gala vom Sonntag, die ja sehr, sehr gelobt wurde? Vielen Dank. Ja, schönen guten Mittag auch von mir. Es gibt immer Steigerungsmöglichkeiten. Am Ende ist die Frage, ob man sich immer steigern muss oder ob man ein Niveau hält. Ich glaube, wir sind alle zufrieden, wenn wir das Niveau von zumindest von den Spielminuten 7 bis 45 in Leverkusen halten, dann werden wir ein sehr, sehr gutes Auswärtsspiel in der Champions League machen. Ich erwarte Benfica typisch, ja, eine Spitzenmannschaft aus Portugal mit sehr vielen, sehr guten Fußballern, haben 2, 3 Schlüsselspieler, die ich jetzt nicht namentlich zwingend erwähnen will, weil sonst werden sich nochmal speziell darauf vorbereiten, aber grundsätzlich eine Mannschaft, die ja unglaublich gerne natürlich den Ball auch hat, die jetzt auch gewöhnt ist aus der Liga, die in der Champions League natürlich in beiden Spielen ein bisschen andere Ballbesitzstatistiken hatten, als es in der Liga häufig der Fall ist. Trotzdem eine Mannschaft mit viel spielerischen Lösungen, mit einem unglaublich erfahrenen Trainer, der zurückgekehrt ist nach einem Ausflug ins nicht so ferne Portugal, zu einem anderen Club, der den Club in- und auswendig kennt, der die Fans kennt, der natürlich auch begeistern kann. Sie haben jetzt letztes Jahr eine Rückrunde auf Dreierkette umgestellt. Sie haben immer wieder Phasen im Spiel, wo sie so ein bisschen verkappt auch mit einer Viererkette attackieren. Aus der Dreierkette raus, haben sowohl in den Champions-League-Spielen als auch in den Champions-League-Quali-Spielen gegen Eindhoven das teilweise sehr variabel gehalten, mal mit 2 Sechsern und 2 Halbraumstürmern, mal mit 2 Sechsern und 10 und 2 Spitzen, mal mit 1 Sechs, 2 Achter, 2 Spitzen. Also es ist sehr, sehr variabel, sprich wir können nicht 100% vorhersagen, was sie dann am Ende des Tages für eine Ordnung spielen, ist auch nicht das alles Entscheidende. Natürlich versuchen wir schon uns vorzubereiten auf verschiedene Ordnungen und haben auch Lösungen für verschiedene Ordnungen. Am Ende geht es schon darum, einfach diesen stabilen Fußball, den wir auch gegen Leverkusen gezeigt haben, auch morgen gegen Lissabon zu zeigen. Dankeschön. Dann ist Heiko Niederer für Bild München an der Reihe. Hallo, servus. Ich habe noch eine Bundesliga-Frage. Es kommt jetzt ja nach eurem sehr überzeugenden Sieg in Leverkusen so wieder ein bisschen die Diskussion auf. Ist Bayern zu stark für die Liga? Kannst du dir persönlich vorstellen, dass es in den nächsten 10 Jahren einen anderen Meister als Bayern gibt? Und verstehst du das, dass es Leute gibt, die sagen, das ist alles doch ein bisschen langweilig? Weiß nicht, jetzt bin ich auf der anderen Seite. Im letzten Jahr habe ich immer versucht, Bayern zu bekämpfen. Ich glaube, es ist immer der bessere Weg, alles dafür zu tun, dass man selber erfolgreich ist, anstatt in den Jammermodus zu kommen. Das habe ich immer so gehalten in meinen vorherigen Clubs. Ich glaube, dass das besser ist grundsätzlich. Natürlich spricht es sich jetzt als Bayern München Trainer ein bisschen leichter. Am Ende bin ich sehr zufrieden, die Mannschaft zu trainieren mit der Qualität, die Mannschaft zu trainieren mit der Gier, mit der Lust auch immer wieder Erfolge zu bestätigen. Ich glaube, dass die Mannschaft Bayern München da in der Beurteilung ein bisschen zu schlecht wegkommt, unabhängig davon, dass man vielleicht den Spannungsbogen der Liga bewertet. Aber grundsätzlich muss man das erstmal hoch anrechnen, dass eine Mannschaft in der Lage ist, 10-mal in Folge Meister zu werden, diese Gier zu haben, auch nach 2020, wo man alles gewonnen hat, einfach weiterzumachen. Ich glaube, dass es schon auch erwähnenswert ist, was das für eine Charakterleistung ist, neben der Qualität, die wir natürlich haben. Das ist völlig klar. Ja, am Ende, glaube ich, geht es darum, dass alle versuchen, immer das Beste zu geben. Das wird auch in Zukunft so sein, glaube ich, gegen Bayern München, dass die Mannschaften was Besonderes probieren in der Bundesliga und versuchen, ein großer Herausforderer zu sein. Und wir müssen immer gut darauf vorbereitet sein und diese Gier behalten, die wir auch in den letzten Wochen hatten. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass irgendwann mal einen anderen Meister gibt. Sollte ich hier noch 10 Jahre sein, wäre es schön, wenn es nicht so wäre. Dann mal Gabel für RTL, bitte. Grüß dich, Herr Nagelsmann. Ich hoffe, Sie können mich hören. Sehr gut. Herr Nagelsmann, ich habe noch mal eine Frage zu Lucas Hernandez, der heute ja normal mittrainiert hat und eigentlich da nahtlos anknüpft an das, was er am Wochenende schon gezeigt hat, der also die ganze Serie in Abseits des Platzes überhaupt nicht an sich ranzulassen scheint. Wie nehmen Sie ihn wahr und müssen Sie da überhaupt mit ihm noch extra sprechen oder
ist er da einfach so professionell, dass er das tatsächlich das eine vom anderen so gut trennen kann? Dankeschön. Ja, ich würde dann mit ihm sprechen, wenn ich irgendwie Auffälligkeiten feststellen würde. Die stelle ich nicht fest. Eher positiv, dass er gut drauf ist, gut gespielt hat, gut trainiert hat. Ich glaube, er kann die Situation sehr gut einschätzen. Ich bin da auch nicht so extrem involviert, sondern kann ja, auch eher von außen drauf schauen und habe natürlich meine Meinung dazu, die ich jetzt nicht kundtue, weil es mich nichts angeht. Das sind seine persönlichen Themen. Solange er auf dem Platz Vollgas geben kann, und das kann er, er ist ein vollgut Profi, er hat Lust zu gewinnen, hat, wie gegen Leverkusen schon erwähnt, sehr gut gespielt, wird sicherlich auch morgen ein sehr gutes Spiel machen. Und ich glaube, er kann das sehr, sehr gut trennen, weil er die Situation, die, ja, um die es da geht, sehr gut einschätzen kann. Dann Christian Kunz für die dpa. Hallo Herr Nagels, es geht für Sie und für die Mannschaft zurück nach Lissabon. Wie sind Ihre eigenen Erinnerungen an Lissabon 2020 und ist das auch in der Mannschaft irgendwie ein Thema, haben wir das gehört? Nee, haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen oder habe ich auch nicht gehört. Ich glaube, es ist ganz normal, es wird sicherlich ein Thema sein, weil es ja, für Bayern was Historisches war. Für mich persönlich oder für Leipzig sicherlich auch. Ich habe schon die Erinnerung an ein absolut beschissenes Halbfinale von uns, was wir damals besser hätten machen können. Aber auch die Erinnerung an ein sehr, sehr gutes Viertelfinale gegen Atletico, wo, glaube ich, keiner mit uns gerechnet hatte, wo wir auch verdient weitergekommen sind. Ja, es war ein schönes Erlebnis, war, glaube ich, auch für die darauffolgende Saison für beide Teams sehr, sehr wichtige Erfahrung, so ein, ja, eine Art Trainingslager in einem Wettkampfmodus zu haben, in einer wunderschönen Stadt mit meistens sehr, sehr gutem Wetter und schönen Stadien. Von dem her, glaube ich, fährt jeder jetzt oder fliegt jeder gerne dahin zurück. Und wir versuchen natürlich beide, also das Trainerteam an das erfolgreiche Viertelfinalspiel anzuknüpfen und die Mannschaft in Verbindung jetzt mit dem Trainerteam an das erfolgreiche Finale und ja, weiterhin den Boden Lissabon dann noch mit 3 Punkten zu verlassen. Florian Plettenberg für Sport 1. Servus in die Runde, hallo Julian. Benjamin Pavard hat sich ja relativ forsch geäußert, hat sich so ein bisschen ja, verteidigt. Was hältst du generell davon, wenn Spieler artikulieren, auf welchen Positionen sie am liebsten spielen möchten? Und ist Benjamin Pavard jetzt für dich eher der Rechtsverteidiger auch in der Zukunft? Oder sagst du, den könnte ich mir auch mal innen vorstellen? Danke dir. Ja, grundsätzlich ist es immer gut, wenn Spieler eine Meinung haben. Die dürfen sie auch kundtun. Wichtig ist immer, dass man es an die richtige Adresse schickt. Das ist das alles Entscheidende. Am Ende ist es immer ein bisschen abhängig davon, wie der Rest der Struktur der Mannschaft ist, ob er rechts spielt oder innen spielt. Ich glaube, wichtig ist, dass er spielt. Das ist mein erster Punkt, den jeder Spieler für sich abhaken sollte. Ich möchte spielen und dann ist erstmal relativ egal, auf welcher Position. Ich muss auf der, wenn ich den Anspruch immer habe, und das haben alle bei Bayern München, die Weltklasse zu erreichen, dann musst du das auf verschiedensten Positionen tun. Und das wird er auch machen. Er hat sehr, sehr gut trainiert vorgestern, hat gestern sehr gut trainiert, heute sehr gut trainiert und ich ja, bin sehr guter Dinge, dass er eine gute Leistung bringen, wenn er beginnen sollte. Danach sieht es aktuell aus, dass ich ihn beginnen lassen werde durch den Ausfall. Ihr habt noch nicht gefragt nach dem Kader, aber das sage ich euch, weil ich mache Teile eures Jobs noch kurz mit. Nach der 5. Frage noch keine Kaderfrage. Das gibt einen Minuspunkt im Klassenbuch für alle Beteiligten dieser Pressekonferenz. Wir haben Ausfälle mit Leon, der leider erkältet ist und nicht in der Lage ist zu spielen. Respektive vielleicht hätte er gespielt, wenn wir ihn reingeworfen hätten, aber dann droht einfach ein längerer Ausfall. Fonsi ist gleiches Thema, der ist nicht erkältet, aber er ist verletzt. Er hat keine strukturelle Verletzung vom letzten Spiel davongetragen, aber so eine Müdigkeitserscheinung. Auch da ist einfach das Risiko einer größeren Verletzung gegeben. Deswegen muss er zu Hause bleiben und haben wir uns entschieden, ihn zu Hause zu lassen, ihm 3-4 Tage Ruhephase zu geben, weil wir dann mit den nachfolgenden Spielen Bundesliga, Hoffenheim, Pokal, Bundesliga, Champions League und so weiter noch ein ordentlich straffes Programm haben bis zur nächsten Länderspielabstellungsperiode, wo er wahrscheinlich auch wieder ein straffes Programm haben wird und dann müssen wir ein bisschen auf seine Gesundheit achten. Und demnach gehe ich davon aus, um auf die Eingangsfrage zurückzukommen, dass Benji morgen eher über den Flügel beginnen wird, wenn er beginnt. Bin mir aber auch sicher, dass er das akzeptieren wird und auch da eine gute Leistung bringen wird. Dann der Kollege aus Lissabon, Nuno Reis für Abola. Schönen guten Morgen. Meine Frage geht an den Trainer Julian Nagelsmann in Bezug auf die jetzige Form der Mannschaft Bayern München. Bayern spielt zurzeit auf sehr höchstem Niveau. Es ist eine der besten Mannschaften europaweit, sicherlich. Meine Frage ist, auch wenn Benfica ein Heimspiel hat, wird Benfica auf irgendeine Weise davon auch Angst und Ehrfurcht vor Bayern haben bei diesem Spiel? Ja, das weiß ich nicht, da müssten Sie Benfica fragen. Ich glaube nicht, dass es eine Mannschaft gibt in der Champions League, die Angst vor irgendeiner anderen Mannschaft hat. Ich glaube, der nötige Respekt, der ist von unserer Seite da, weil Benfica Qualitäten hat, die ich schon so ein bisschen erwähnt hatte. Und natürlich, weil wir Qualitäten haben, die
auch offensichtlich sind, sicherlich für Benfica. Und demnach wird der Gegner den nötigen Respekt haben, wie wir auch. Aber ich glaube nicht, dass sie jetzt im heimischen Stadion vor ausverkauftem Haus irgendwie vor Angst erstarren. Das müssen sie auch nicht, dafür haben sie genug Qualität. Am Ende geht es für uns darum, uns durchzusetzen, unsere Qualitäten auf den Platz so zu bringen, dass wir am Ende die 3 Punkte, respektive die 9 in der Gruppenphase haben. Dann haben wir eine sehr, sehr gute Ausgangslage für das erste Zwischenziel. Und das ist jetzt mal die aus unserer Sicht oberste Priorität für morgen Abend. Philipp Nagel für den Bayerischen Rundfunk. Adrian Hitzmann, wir haben ja gleich auch noch Besuch von der J. Upamecano und wenn ihn jemand hier in dieser Runde ganz gut kennt, dann sind Sie das am allermeisten. Können Sie uns vielleicht mal ein bisschen was zu seinem Charakter verraten, erzählen, wie er vielleicht auch abseits des Platzes tickt, welche Entwicklung der Junge auch unter Ihrer Regie auch vollzogen hat und was Ihnen sonst so zu ihm einfällt? Vielen Dank. Der Opa hat eine sehr gute Entwicklung genommen, hat ein unglaubliches Verteidigergehen, liebt es zu verteidigen, hat eine gute Geschwindigkeit im Ablaufen von Situationen, hat natürlich einen sehr, sehr guten Körper, wirkt etwas böse, wenn man ihn so ansieht, aber genau das Gegenteil ist er. Er ist ein unglaublich lieber, ganz handsamer Mensch, der einen tollen Charakter hat, mit dem man sehr gerne arbeitet, der eher schüchtern ist und eher zurückhaltend, eher introvertiert, aber das Herz absolut am rechten Fleck, ist ein unglaublich toller Mensch, der deutlich böser aussieht, als er ist. Ich glaube, der hat in seinem ganzen Leben noch keine Mücke an der Wand zerklatscht und das wird er wahrscheinlich auch in Zukunft nicht tun. Genauso wie seine Familie auch. Da hat er, glaube ich, sehr, sehr viele gute Dinge in der Erziehung mitgekriegt und das merkt man heute noch. Klar, seine Entwicklungsfelder waren immer so ein bisschen das Spiel mit Ball, da wird er immer besser, hat jetzt auch gegen Leverkusen Superbälle nach vorne gespielt, gute Aktionen eingeleitet, auch mit Andribbelaktionen. Er hatte in der Anfangsphase, wo ich ihn übernommen habe, immer wieder mal Fehler drin, die hat er immer noch drin, weil man manchmal vergisst, dass er ein sehr, sehr junger Spieler noch ist. Aber er hat einfach trotzdem schon eine große Erfahrung, weil man ihn schon so lange in der Bundesliga oder auch in der österreichischen Bundesliga gesehen hat. Da haben wir mal die Meinung über ihn, dass er schon 27, 28 ist, aber das ist er meines Wissens nicht. Demnach muss man hin und wieder auch mal einen Fehler einkalkulieren. Was ich aber möchte, dass ein Spieler mal einen Fehler macht, um sich einfach auch zu entwickeln. Und wie gesagt, das ist einer, der gerne zuhört, der sich entwickeln will, der schon immer mal ein bisschen Antrieb braucht, aber den kriegt er auch und dann setzt er es auch sehr, sehr gut um. Und ich glaube, dass der Transfer für Bayern München und dann auch aus egoistischer Sicht am Ende sehr, sehr guter war. Julian Rutter für sat1ran.de. Ja, hallo Herr Nagelsmann. Sie haben jetzt zuletzt Niklas Süle als Rechtsverteidiger aufgeboten für Pavard. Der hat seine Sache auch ganz gut gemacht und wurde von Thomas Müller auch gelobt. Wäre vielleicht eventuell auch dauerhaft eine Option als Rechtsverteidiger oder wie sehen Sie ihn da? Ja, der hat nur defensiv Rechtsverteidiger gespielt. Das war im Grunde in allen Spielen, wo er Rechtsverteidiger gespielt hat, mit Ball immer eine andere Position. Kein klassischer Rechtsverteidiger. Ich habe schon mal gesagt, dass Niki hat einen Offensivdrang, den hat er noch aus seiner Nachwuchszeit und den zeigt er dann auf der Position, wenn er mit Ball ein bisschen offensiver spielt, natürlich auch. Er ist eine Option, aber jetzt nicht dauerhaft, weil wir einfach dafür zu viele gute Spieler auch haben, die auch Einsatzzeiten kriegen auf diesen Positionen. Und wir brauchen ihn sicherlich auch in sehr vielen Spielen auf der Innenverteidiger- oder Halbverteidigerposition. Morgen, wenn es Benji zurückkommt, das ist eine Innenverteidigerposition, die aufgrund des Ausfalls von Fonsi anders besetzt werden muss außen und deswegen wird er eher auf einer anderen Position gefragt sein, aber auch das hat er in der Saison bis jetzt über die größtmögliche Strecke sehr erfolgreich gespielt. Dann Arthur Quezada von TNT Sports. Bom dia, Nagelsmann. Guten Tag, können Sie mich gut hören, Herr Nagelsmann? Ich wollte jetzt ganz spezifisch fragen, über Jorge Jesus, der Trainer von Benfica. Sie haben ja die gesamte Erfahrung dieses Trainers erwähnt. Wie viel haben Sie denn als Fußballliebhaber und Experte für Fußball, wie viel haben Sie denn von ihm verfolgt, von seiner Karriere, auch in Brasilien? Was gefällt Ihnen denn am meisten an Jorge Jesus als Trainer? Am meisten gefällt mir, dass er eine Idee hat mit Ball und dass er immer Fußball spielen möchte, das jetzt nicht nur zerstören, sondern dass sie immer entwickeln wollen, mit Ball eigene Ideen entwickeln, Chancen kreieren wollen. Dass er natürlich auch in der Coachingzone mitgeht. Er ist jetzt keine 34 mehr, sondern etwas älter schon und trotzdem geht er mit. Man hat Pfeffer im Hintern, wie man so schön sagt. Bin ich gespannt, wie sie das übersetzen, aber viel Spaß. Der lebt diesen Beruf nach wie vor. Ich habe auch ein bisschen was so drumherum über ihn erfahren, weil ich einen seiner Ex-Sportdirektor sehr, sehr gut kenne, mit dem ich viel im Austausch bin. Um jetzt auch Namen zu nennen, aber ich weiß schon ein bisschen, wie er tickt und wie er eine Mannschaft auch begeistert und ich freue mich, ihn morgen zu treffen.
Machen wir noch drei Fragen bitte. Kerry Howe für Spox und Goal. Ja, hallo Herr Nagelsmann, mit Davis fällt natürlich ein Schlüsselspieler auch aus für Ihr System, das flexibel natürlich nach vorne auch ist. Die Alternativen sind jetzt nicht so offensiv. Inwieweit ändert sich da auch so ein bisschen die Offensivtaktik, auch für die Außenstürmer? Ja, es ändert sich vielleicht ein bisschen die Seite, alles andere ändert sich nicht. Kurz und knapp, dann Uli Köhler für Sky bitte. Versuchen wir es mit... Jetzt, Uli, okay. Jetzt bin ich da, ja, sorry. Auch ganz kurz, wenn Leon ausfällt und es nicht so offensiv werden soll, ist ja da Tolisso da, dann haben wir noch, ja, Sabitzer. Kann der Defensive auch ein bisschen oder ist der zu offensiv oder kommt Rocker rein? Ja, das sind alles Optionen. Wir haben auch eine sehr offensive Option, habe ich im Kopf. Sabi hat ja grundsätzlich immer bei mir Sechser gespielt, also in Leipzigs ganze letzte Saison. Der hat auch defensiv Sechser gespielt, mit Ballsechser. Der ist definitiv nicht zu offensiv. Das ist grundsätzlich seine beste Position und ist auch für morgen eine Option. Also dann die letzte Frage bitte, Rafael Soares für Rekord. Hallo, Rafael. Schönen guten Tag, Herr Nagelsmann. Sie haben bereits erwähnt, dass Sie schon mal gegen Benfica 2019 gespielt haben als Trainer. Und welche Unterschiede können Sie denn ausmachen, wenn Sie an Benfica von 2019 denken und an die jetzige Spielweise von Benfica in diesem Moment? Ja, Sie haben natürlich, das muss ich genau durchgehen, aber 5-6 Neuzugänge, die jetzt auch Stammspieler sind, die eine andere Grundordnung spielen, eine andere Formation. Damals haben sie immer Viererkette gespielt, auch gegen uns, haben ja, damals auch schon mit Rafa Silva einen sehr interessanten Spieler gehabt, mit Grimaldo einen sehr, sehr interessanten Linksverteidiger gehabt, der jetzt ein bisschen offensiver noch spielt, die ja, unglaublich stabil waren. Damit hat Seferovic vorne gespielt, das ist jetzt artverwandt, dass sie einfach auch einen großen Zielspieler haben, der Bälle auch ablegen kann, verlängern kann. Also es ist immer schon noch ähnliche Dinge, auch wenn es ein anderer Trainer damals war, aber grundsätzlich ist es immer so, wenn du gegen Benfica spielst, gegen das Top-Team in Portugal aktuell, dann ist eine Mannschaft, die Fußball spielen will, und das werden sie auch jetzt in dem Spiel gegen Bayern, oder auch damals haben sie sich nicht umgestellt und wollten selber Lösungen haben, und das erwarte ich dann auch nicht über das ganze Spiel, aber schon über Phasen morgen auch. Vielen Dank soweit, Julian. Danke euch. Gleich sind wir zurück mit Daio.